Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute beschäftige ich mich mit Kodi in Verbindung mit der Nextcloud. Das heißt, wie ruft man Videos, Bilder und Musik von der Nextcloud mit dem Media Player Kodi ab. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann klickt doch auf den Abonnieren-Button. Und falls ihr über das nächste Video benachrichtigt werden wollt, könnt ihr auch noch auf das Glöckchen drücken. So, nun will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe mir hier eine Nextcloud vorbereitet. Das ist eine Nextcloud 16. Da habe ich hier ein paar Bilder eingefügt und in einen zweiten Ordner habe ich noch zwei Videos reingelegt. Und parallel habe ich mir natürlich ein Kodi installiert. Starten wir mal. Das sollte bei euch so aussehen. Ich bin jetzt hier auf einem Windows-System. Die Einrichtung, das was ich zeige, das sollte eigentlich auch bei einem Kodi auf dem Amazon Fire oder auf einem Raspi oder Linux oder Mac identisch sein. Ich stelle jetzt mein Kodi mal auf eine andere Ansicht ein, und zwar im Fenstermodus, damit ich zwischen den Fenstern mal kurz wechseln kann. Und siehe da, da haben wir es mal im Fenster. Die von mir verwendete Kodi-Version, das ist die Version 18, sollte in den vorhergehenden Versionen jedoch genauso funktionieren. So, als erstes gehen wir hier in die Einstellungen und dann auf den Dateimanager. Und dann sehen wir hier den Dateimanager und natürlich mit der Option eine Quelle hinzuzufügen. Einfach mal anklicken und in diesem Fenster Dateiquelle hinzufügen, auf Durchsuchen. So, dann zeigt es hier schon alle möglichen Sachen an. Wir brauchen aber den unteren Punkt Netzwerkfreigabe hinzufügen. Doppelklick drauf. Und jetzt können wir erstmal aussehen, was für eine Quelle fügen wir hinzu. Also standardmäßig zeigt es hier unter Windows natürlich das Windows SMB-Netzwerk an. Und man kann hier mal so auf die Pfeile ein bisschen weiterklicken und dann sieht man schon verschiedene Optionen. Und die Nextcloud ist für Kodi erreichbar über den sogenannten WebDAV-Dienst in der HTTPS-Variante. Also Kodi bietet auch noch, Moment, WebDAV mit HTTP an, wird man aber heutzutage relativ selten noch einsetzen, da fast alle Installer für Nextcloud und Co. schon auf HTTPS setzen und auch viele Dienstleister oder bieten die HTTP-Variante schon fast gar nicht mehr als Standardinstallation an. So, dann müssen wir natürlich die Serveradresse eingeben. Das ist in meinem Fall hier oben die nctest.csactive.de. Hier brauchen wir jetzt kein HTTPS davor schreiben, da wir ja die HTTPS schon ausgewählt haben, also nctest.csactive.de. Bei euch sollte es dann entsprechend eure Server sein. Einfach OK. Port 443 ist in der Regel Standard für HTTPS. Sollte das aus welchen Gründen auch immer bei euch irgendwie anders sein, dann tragt euren Port natürlich ein. Dann geben wir den Benutzernamen ein. Das ist in meinem Fall jetzt Test. Und natürlich das dazugehörige Passwort. Und jetzt verlangt er auch noch einen sogenannten Remote-Pfad. Darf man sich jetzt nicht täuschen lassen, das ist jetzt natürlich nicht der Pfad, den man hier sieht, sondern laut Nextcloud Doku sieht das so aus. Das heißt, das ist der Server und sollte man die Nextcloud in einen Unterordner installiert haben, dann sollte man ab diesem Punkt das Ganze kopieren. In meinem Fall ist es kein Unterordner, das heißt, die Nextcloud beginnt sofort unterhalb des Domainnamens, also kopiere ich mir jetzt nur das. Das heißt, hier, wo jetzt nur Username drin steht, muss euer Username für die Nextcloud drin stehen. Das heißt, in meinem Fall ist es jetzt Test. So, dann kopieren wir das Ganze und fügen das hier ein. Und drücken ganz mutig mal zweimal auf OK.
Und dann sehen wir, ist im Prinzip die Verknüpfung zu unserem Nextcloud hier hereingesprungen. Sollte das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich sein, dann gibt es natürlich eine entsprechende Fehlermeldung. So, dann klicken wir, markieren wir jetzt im Prinzip die Quelle einfach an, dann zeigt er uns sozusagen so eine Übersicht der Ordner, die auf der Nextcloud zu finden sind. Und wir drücken jetzt einfach, also wir können jetzt sagen, wir wollen jetzt nur die Videos haben, dann müssen wir natürlich den Ordner Videos anklicken, oder wir wollen jetzt den oben drüber Ordner haben, so wie wir jetzt drin sind, dann könnten wir jetzt einfach so OK drücken. Ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt nochmal in die Videos rein und sage OK. Und dann kann man hier den Namen noch ändern, unter dem man das sehen will. Ich lasse das jetzt mal. Oder wir könnten jetzt sagen, sage jetzt mal NC Test Videos, damit man es ein bisschen besser sieht. Und dann drücken wir einfach auf OK. So, wir sehen, im Dateimanager ist hier schon NC Test Videos jetzt hinzugefügt. So, ich habe das Ganze mal jetzt in den Vollbildmodus wieder umgestellt und wir möchten ja jetzt die Videos von der Nextcloud hier über das Kodi abrufen. Und jetzt sehen wir natürlich hier, dass wir hier nirgends sage ich mal, den Videoordner mit eingebunden haben. Also selbst wenn man jetzt hier drauf geht auf Dateien, ist es halt einfach erstmal leer. Das heißt, es wäre natürlich schick, wenn man das jetzt irgendwie wieder in der auch über die Start-Dashboard leicht erreichbar hätte. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier nochmal auf die Einstellung und den Dateimanager. Hier rüber, hier sehen wir, haben wir haben den NC-Test jetzt eingebunden, kann man natürlich die Videos immer wieder aufrufen. Das heißt, wir sind jetzt hier in dem Ordner. Und jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Und zwar, wenn man jetzt hier, also unter Windows mit der rechten Maustaste auf die Quelle drauf geht, gibt es hier keine Möglichkeit, das in die Favoriten zu setzen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück und sage, die Quelle tue ich jetzt hier entfernen. Ja. Und wir fügen nochmal eine Quelle hinzu. Durchsuchen. Und wir sehen ja hier, wir haben unsere Verknüpfung, die wir erst erstellt haben, noch drin. Wählen die nochmal aus. So, einmal zu viel geklickt. Und jetzt sehen wir hier die Videoordner. Also erst hatte ich ja sozusagen den Videoordner ausgewählt als meine Quelle. Das mache ich jetzt nicht. Jetzt nehme ich einfach den oben drüber und drücke hier auf OK und ändere den Namen nochmal. NC-Test einfach mal. Ups. NC Test auf OK und fügt das Ganze einfach so mit. Das sehen, wenn wir jetzt hier auf das NC-Test gehen, haben wir die zwei Unterordner. Und jetzt können wir hier auf die Videos gehen und sagen, rechte Maustaste unter Windows und zu den Favoriten hinzufügen. Jetzt gehen wir mal ein paar Ebenen höher und wenn wir jetzt hier in den Favoriten sind, sehen wir hier, können wir den Videoordner direkt ansteuern. Bisschen irritierend ist, dass er hier den Ordner Videos anzeigt und die beiden Aufnahmen, die in dem Ordner liegen, gleich oben drüber. Das holt er sich automatisch raus. So, nochmal Test. Und schon startet das Video. Das ist ein Video, was ich letztens aufgenommen habe für euch. So, beenden wir das Ganze mal. Und so könnte man jetzt so verschiedene Nextcloud-Sourcen einfügen. Mit den Bildern funktioniert das im Prinzip ähnlich. Das heißt, ich gehe jetzt mal in die Fotos und ich könnte jetzt mal hier so ein Bild öffnen. Das ist im Prinzip ein reiner Screenshot.
Das, was mir nicht ganz so gefällt, ist, die haben in das Kodi so ein Move reingebaut, also dass das so soft einblendet. Und ich finde, dieser Move ist halt ein bisschen zu langsam. Muss ich sehen, ob man das noch irgendwo abstellen kann. Also eigentlich, wenn ich die Bilder wechsle, soll der relativ schnell von einem zum anderen wechseln, ohne dass man immer merkwürdige Einblendungen hat. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall sehen wir das, dass das relativ lahm ist. Zumindest jetzt auf diesem Rechner, warum auch immer. Ich habe es noch nicht auf anderen getestet. Und also das würde ich jetzt noch abstellen wollen. Okay. Im Großen und Ganzen war das jetzt alles. Ich hoffe, das war verständlich genug für euch. Und wie gesagt, abonniert meinen Channel, wenn euch das Video gefallen hat. Ich werde in Zukunft immer wieder neue Sachen bringen rund um Nextcloud, aber auch natürlich viele andere Dinge. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Euer Christoph. Tschüss.